Also ich habe keinen Bock von Schreck angepisst zu werden. Nee, das mach ich, das mach ich. Komm, da kommt, da kommt. Ich sag dir jetzt nochmal alles für den Gag. Muss ich weg. Okay, seid ihr soweit? Ey, wir warten nur wollt. Wollen wir dann gleich mal anfangen, weil ich muss auch, hab auch nicht so viel Zeit. Wir lassen die Jungs jetzt die Sendung anmoderieren und dann lassen wir sie so ein paar Minuten Zeit. Und dann brechen wir ständig die Sendung wegen irgendwelchen Problemen. Und sie müssen ständig neu anfangen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis sie total durchdrehen. Okay, in 3, 2, 1. Drei Plauzen auf der Couch, warten bis es dunkel wird, reden über verrückte Mexe und erleben merkwürdige Tage. Hier in Kino Plus. Ist es richtig, dass wir da keinen Ton gehört haben? Alvin. Okay, schade, warte. Wir müssen nochmal neu machen. Sorry. Oh. Drei Plauzen auf der Couch, warten bis es dunkel wird, reden über merkwürdige Tage und trinken verdammt schlechten Kaffee. Hier in Kino Plus. Ich hoffe, Eddie rafft das nicht, weil wir haben gerade eben vor 10 Minuten auch mit Eddies Kollege geredet, was wir machen. Und wenn er nicht völlig doof ist, muss er eigentlich drauf kommen. Herzlich willkommen zu Kino Plus und zu einem... Hey, ja, wo ist Meryl Sheep? Da. Zu einem Gast, der endlich mal wieder die Zeit gefunden hat, sich mit uns hier auseinanderzusetzen. Ja, aber jetzt wird's locker, weil jetzt arbeite ich hier wieder ums Eck. Eddie, überbrech mal dein Mikro. Darf man das sagen? Wir haben Knarzen in dein Mikro. Ich glaube, du sitzt dort. Guck mal, ob dort der Funke sitzt. Oder? Ja. Dann fangen wir doch einfach direkt an. Und wie gesagt, ja, hey, ohne, ich weiß. Sag mal, irgendeiner sitzt auf der Funke, könnt ihr die mal überprüfen? Ich sitze nicht auf der Funke, definitiv nicht. Ich auch nicht. Also meine ist am... Meine ist hier ganz locker. Ja, wie meint ihr, also ich würde sagen, von vorne nochmal, oder? One, two, one, two, one, two. Nochmal von vorne. Mit Cold Open, ne? Nochmal? Ja. Drei Plauzen auf der Couch, reden über merkwürdige Tage, warten bis es dunkel wird und trinken verdammt schlechten Kaffee. Falsches Intro von einer falschen Sendung. Genau, das ist natürlich jetzt auch vor. Ich höre wieder keine Musik. Ist das? Achso. Oh, was anderes. Haha! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kino Plus. Ja, das schon beim letzten Mal das Intro. Wir müssen jetzt neues, das andere nochmal nehmen. Sorry, Schreck. Drei, zwei, eins. Herzlich willkommen zu Kino Plus, dem Magazin mit geballter Fachkompetenz in Sachen Film, Serien und so weiter und so fort. Daniel. Was denn? Hi. Hallo. Muss ich mal sagen. Okay. Andi ist auch wieder da. Ja, endlich. Nach 4 Wochen, 31 Tagen. Ja. Da drüben läuft jetzt Werbung. Das heißt, wir könnten jetzt auf den Werbungsknopf drücken und dann sagen, oh, es tut mir leid. Wir haben aus Versehen Werbung gedrückt. Das muss aber jetzt passieren dann. Dass es ein Job wäre, den ich mir vorstellen könnte, weil da kommt Stand-Up-Comedy schon sehr nah. Du bist immer vor deinem Publikum. Lass mir laufen! Das Ding können wir nicht stoppen. Fangen wir jetzt nochmal an? Ja, aber in 3 Minuten. Hm? Also das heißt, wir warten jetzt 3 Minuten, bis dieses scheiß Haus kommt. Genau, bedankt euch bei Max. Danke, Max. Super, Max. Ja, sonst so? Familie? Ich sag mal so, es geht alles von der Zeit der anderen ab. Die Zeit der anderen, ja. Oder? Filmtitel. Aufnahme nicht gestartet, haben wir das schon? Egal, lass laufen! Und die Schwarzblende dann. Ey, können wir einfach komplett das alles mitnehmen und senden? Dann wird's wieder lustig. Kino Plus, das investigative Magazin, das nur 5 Takes braucht, um einen Cold Open zu ziehen. Jetzt höre ich auch ein Echo. Echo. Hör ich nicht. Ich schon. Okay, gebt uns mal eine Minute, wir müssen kurz hier was checken. Na klar, nehmt euch Zeit. Ja, lass uns einfach über irgendwas reden. Ja. Okay, wir müssen nochmal neu machen. Ey, ohne Scheiß, jetzt komme ich gleich in die Regie. Gleich kommt der Knüppel. Ich komme jetzt echt gleich in die Regie und werde ein bisschen sauer. Ohne Scheiß. Ja, sorry, jetzt klappt's aber. Okay, in 3, 2, 1. Ich wollte es eben schon probieren.
geklappt. In 20 Minuten versuchen wir das jetzt. Ja, also eigentlich wollten wir seit 20 Minuten schon an dem Punkt sein. Wir wollten doch seit 20 Minuten capturen, fuck. Wie, ihr habt jetzt auch nicht aufgenommen gerade? Nein. Okay, pass mal auf, ganz kurz. Leute, tut mir einen Gefallen. Geht einmal kurz raus aus dem Raum. Atmet einmal durch, tief durch und kommt dann in der Ruhe wieder rein. Echt mal kurz durchatmen, dann glaube ich, passt das schon. Die sind auch besoffen, jetzt mal ernst. Jetzt ganz im Ernst, eigentlich müsstet ihr die jetzt alle hintereinander schneiden. Eigentlich muss man aus der Show machen. Die haben es ja nicht gecaptured. Das war so klar. Ey, ich hab's die ganze Zeit schon vermutet. Ich dachte schon. Ich wollte es noch sagen. Bestimmt sitzen der Nils und der Tim in der Regie und machen irgendeine Scheiße, weil so doof kann kein Mensch sein. Da hast du aber wirklich echt schwer Hass riskiert, sag ich jetzt mal. Ja. Alter Schwede. Aber er war ganz überzeugt, muss ich sagen. Er war einfach schon ein bisschen überzeugt. Sehr gut. Ey, es war. Oh Gott, ich hab's mir schon gedacht, ihr Spackos, ich hab's mir gedacht. Wir haben doch eben noch in der Reaktion gesessen und gesagt, was machen wir Lustiges? Und ich dachte so, ey, ganz ehrlich, was für ein Zufall ist das? Aber da hab ich gedacht, die zwei faulen Säcke, so schnell kommen die nicht aus dem Quark und gehen in die Regie und denken sich irgendein Shit aus. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wird das alles auch in der regulären Sendung bei uns gezeigt oder zeigt ihr das bei Bonjour? Jawohl, wir haben alles aufgenommen. Sehr gut! Ey, Alvin, ohne Scheiß, ich hab dich gerade wirklich sehr gehasst. Ernsthaft. Ich war kurz davor, in die Regie zu stampfen und euch echt zusammenzuscheißen. Aber Andi, salomonisch, muss ich mal sagen. Ne? Rausgehen, so? Luft holen, nochmal irgendwie durchdenken. Wusstet ihr Bescheid oder was? Nein? 20 Jahre im Business, Alter. Also, was willst du mir erzählen? Ja, ey, Spitzengag.